Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Historisch gesehen war eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik eines der Gründungsmotive Europas. Zwar ist die Europäische Verteidigungsgemeinschaft in den 50er Jahren gescheitert. Vielleicht war auch damals die Zeit noch nicht reif für ein gemeinsames Vorgehen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Deswegen hat sich Europa zunächst einmal auch auf die wirtschaftliche Integration konzentriert. Aber die Ereignisse nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und auch die Vorkommnisse auf dem Balkan, bei dem Europa viel zu lange tatenlos war, hat dazu geführt, das Bewusstsein zu schärfen, dass Europa eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik benötigt, auch zur Verteidigung der oftmals gepriesenen europäischen Werte. Und aus diesem Grund ist im Jahr 2009 berechtigterweise im Vertrag von Lissabon die Position eines sogenannten europäischen Außenministers geschaffen worden, übrigens von Anfang an mit hohen Befugnissen ausgestattet. Ich erinnere daran, dass die jetzige Kommissarin für Außenpolitik auch gleichzeitig den Europäischen Rat der Außenminister leitet und damit als einziger Kommissar einen sogenannten Doppelhut aufhat. Ich erinnere auch daran, dass mit dem gemeinsamen Europäischen Auswärtigen Dienst es mittlerweile seit knapp 10 Jahren Botschaften Europas in der Welt gibt und damit die europäische Flagge in vielen Hauptstädten der Welt weht und damit ein Zeichen setzt unserer Integrationsbereitschaft, aber auch unserer gemeinsamen Werte. Aber das darf uns nicht ruhen lassen, sondern wir müssen auf diesen Weg weitergehen, weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, in Europa außenpolitisch groß sind. Und da macht es schon ein bisschen wütend, wenn ich hier sowohl von der linken als auch von der rechten Seite diese Einlassungen höre. Herr Kollege Dröse, wenn Sie sagen, Europa sei ein Europa der Vaterländer, aber gleichzeitig sind Sie, Sie sprechen Sie den Élysée-Vertrag an, aber Sie sind nicht bereit, als AfD-Fraktion am 55. Jahrestag mit nach Paris zu kommen. Das war ein antieuropäisches, ein antideutsch-französisches Zeichen. Das muss ich Ihnen heute noch mal klar und deutlich sagen. Und meine Kollegen von der Linkspartei, Sie sprechen hier von einem Handelskrieg Europas gegen Russland. Ich will nur mal deutlich machen, dass das völlig falsch ist. Es handelt sich hier um eine russische Aggression auf der Krim, um den Bruch des Völkerrechts und gleichzeitig auch um einen asymmetrischen Krieg in der Ostukraine. Und darauf hat übrigens Europa mit einer einzigen Stimme gesprochen, indem die Sanktionen gegenüber Russland einstimmig von Europa auch getroffen worden sind. Das war ein klares und gutes Zeichen gemeinsamen europäischen Handelns. Das bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen. Und diese Sanktionen können übrigens aufgehoben werden, ja, wenn das Abkommen von Minsk auch umgesetzt wird. Es liegt auch in der Hand Russlands, diesen Zustand zu beenden und zur Geltung des Völkerrechts zurückzukommen. Da hat Europa eine große Rolle zu spielen, und da wird Europa auch nach wie vor nicht locker lassen. Über die inhaltlichen Themen, meine Damen und Herren, werden wir im Ausschuss diskutieren. Wir müssen sprechen, wie wir die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im mehrjährigen Finanzrahmen durch Mittel hinterlegen können, wie wir die Stellung der Kommissarin weiter stärken können. Weil eins ist deutlich, die Welt wird irgendwann mal nicht auf Europa warten. Aber wenn wir unsere Interessen, unsere Werte und unsere gemeinsamen Überzeugungen in der Welt auch stark vertreten sehen wollen, dann müssen wir auch in vielen Bereichen mit einer Stimme sprechen. Und darauf kommt es an, und dafür werden wir uns einsetzen. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Kollegin Dr. Frauke Peter.